Welche Überzeugungstechniken sind am effektivsten, wenn es darum geht, strategische Partner oder auch Mitarbeiter zu gewinnen? Naja, die beste Technik hier ist eigentlich eine sehr einfache. Sie nennt sich aktiv zuhören. Und so banal sie vielleicht auch klingen mag, so wenig Leute machen das. Also wirklich sein Gegenüber anhören, was ihm oder ihr wirklich wichtig ist und versuchen, genau das zu liefern. John Paul Getty, der Ölmeier, der hat mal gesagt, jeder Mensch ist ein Puzzle aus Bedürfnissen. Und du musst finde das fehlende Teil und du kannst alles haben. Also du musst das, was du hast, sozusagen, so formen, dass es das fehlende Teil wird und rein. Das bedeutet also, das Wichtigste ist, wenn du wirklich auch mit Menschen gerade, weil strategische Partner sind Menschen, mit denen du langfristig zusammenarbeitest, dann nützt es nichts, sie irgendwie schnell zu übertölpeln. Da geht es darum, dreh es einfach mal um. Versuch nicht zu pitchen, sondern wirklich hör denen zu. Hak nach und hör wirklich zu wie ein Schwamm. Nicht wie jemand, der einfach nur wartet, dass die ausreden, dass du dann mit deinem Pitch weitermachst, sondern wirklich fragen, was ist dir eigentlich wichtig an dieser Kooperation? Was ist ihnen wichtig? Was wäre für sie ein perfekter Job? Was wäre ein Job, den sie niemals kündigen wollen, weil sie so zufrieden sind? Dann überleg, ist es vielleicht ein Tag Homeoffice oder ist es vielleicht, oder okay, das ist banal heute, aber oder ist es vielleicht mit Sport das in Einklang bringen, dann kannst du noch eine Gym-Mitgliedschaft anbieten oder eine Bahncard oder was auch immer. Oft sind es Kleinigkeiten. Aber das überhaupt zu machen, ist das Billigste sozusagen, was du dem anderen geben kannst, ist einfach nur zuzuhören, ist deine Zeit, aber hör dem anderen zu, als ob du das erste Mal mit dieser Person sprichst. Ja, wie ein kleines Kind, hör wirklich zu. Das ist die Technik, die ich dir empfehle. Wenn dir das gefallen hat, abonniere gerne meinen Kanal und deine Fragen bitte gerne in die Kommentare.